Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich habe es gerade eben 20 Minuten lang aufgenommen. Alles war wunderbar. Und was ist passiert? Windows meint, mir einen verfickten Bluescreen zu geben. Und dank diesem Bluescreen ist alles für den Arsch gewesen. Denn die 20 Minuten sind zerstörtes Material, weil sie nicht richtig verarbeitet werden konnten. Und somit muss ich sie löschen. Aber ich habe eh nur ein paar Schiffe gekapert und ein paar Haie gejagt, was ich, also das Übliche hier. Mal gucken, ob er das genommen hat, was ich unterwegs gemacht habe. Ich schätze schon, hoffe ich. Wir gehen jetzt trotzdem dann. Ich war übrigens schon da. Na, dude. Und ich hatte gerade gegen ein Schiff gekämpft, gegen eine Fregatte, die 60 Holz und 100 Metall hatte. Aber, naja, bedanken wir uns mal bei Windows. Ein ganz herzliches Dankeschön an Windows dafür. Ich finde, Apple ist auch scheiße, aber trotzdem. Ich frage mich immer, wenn die sowas programmieren, und die wissen, dass es dieses Problem schon seit Jahren gibt, warum bemühen die sich nicht, das zu verhindern? Also ich meine, richtig zu verhindern. Ist doch behindert. Ja, ja, ich kann nicht schneller, ich weiß. Kanonenboot. Cool. Alle Mann auf Posten! Kriegsschiff in Sicht, Captain! Kutscher! Spanische Flagge! Nur das eine Schiff, Captain! Was willst du denn? Scheiß auf die Feuerfester, die sind eh voll. Dann segeln wir halt nochmal dahin, zu diesem Kack da hinten. Weißt du, da hat man 20 Minuten aufgenommen, ist total stolz, dass man hier gerade so eine Fregatte gefunden hat mit 100 Metall. Was ist? Behindertes Windows mal einen Bluescreen zu geben. Ich habe noch nie verstanden, warum Bluescreen? Was macht der Bluescreen? Also ich meine, der ist ein PC abstürzen insgesamt, aber warum? Da ist sie wieder, aber das ist so ein bisschen weniger und rum anstatt Holz. Ach, behindert. Ach mein Gott, ich schieße mich wie Hammer auf. Achtung, Einschlag! Sind bereit, Sir. Oh, drei Schiffe. Zwei. Sie wird uns entkommen. Nimm die Kettengeschosse. Wie entkommen hier? Gib es nicht. Also abhauen gibt's hier nicht. Egal, schon. Der interessiert mich, die Kleinen nicht. Einmal Kitten noch dran schießen. Dann in den Arsch crashen. Bam. Die Kanonen in den Arsch. Drehwaffen. So. Erledigt. Alles bricht zusammen. Wir gehen an die Kanone. Na, immerhin ist nicht alles kaputt gegangen, was ich gerade gemacht habe. Boom. 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 Jubelst du da? Spacken. Weißt du, er jubelt da hier so, als würde er irgendwie gewinnen oder so. Was? Warum habe ich keinen Schätzer? Alter.
sehe nichts mehr. Ma. Aua. So. Da habe ich die Klingen. Aber ein Vorteil hat's gehabt. Ich muss nicht mehr pissen. Und ich habe wieder voll Munition. 98 Metall, 23 Ruhm, 5 schwere Kugeln und 3 Crewmitglieder. Herr Conn, wir kannten jetzt gerade, dass er gerade ziemlich derbe hoch war. Kommt mit oder sterbt. Genau, kommt mit oder sterbt. Ich würde lieber sagen, sterbt. Ja, danke, danke. Oh, oh, ja. Kopfschüttel, Kopfschüttel. So, Kollege, wir haben überlebt. Alles Mongus. Ja. Los! Ich darf da nicht hin. Zieh euch das mal rein, ey. Ich darf da nicht rein. Da treibt einer, Sir. Denke, er hat überlebt. Nee. Weißt du? Und da links sind zwar da jetzt das Holz bei, also. Vielleicht war es ja doch ungefähr die gleiche Menge, also. Naja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit euch schon jagen gewesen bin oder nicht, aber egal, jetzt werden wir es so oder so machen, also von daher... Gehen wir jagen! Rahm und Marssegel fest zurück! Findet die Harpunen los! Kaffee sind... Ich sehe ihn! Überspringen, scheiß drauf! Wir haben ihn an der Leine, Sir! Es geht los! Geschafft! Bullenhaar, Junge! Ha, ja! Ah, verdammt. Ha! Jetzt reißt es sich los. Jetzt los, Captain! Da kommt etwas! Er kommt auf uns zu! Direkt voraus! Da? Oder meinst du da? Bring mir Sende, Captain! Schnellwürfe! Ja, stopp ihn! Alright, yeah, keine deutsche Synchro. Meine Flasche hat gerade geploppt. Schau mal rein, wie riesig das ist, ja. Es ist so krass, wie groß der Teil ist. Ich finde das mega heftig. Feine Ausbeute, Sir. Pistolmunition. Ich gehe nur drüber, damit das hier jetzt gespeichert wird. Hier, mehr Pistolmunition hier. Könnte ich machen. Hatte ich letztes Mal auch schon. Also die Munition hatte ich auch letztes Mal schon. Ach, nicht so. So. Aber nur damit das nicht mehr gelb ist, mache ich das jetzt so. Da hier. Da. Die. Aber naja. Der Blue Screen meint ja immer so gut zu uns zu sein. Ja, warte mal, was? Oh. So stehen wir. Okay. Dann fahren wir mein kleines Schiffchen. Boah, ich habe so mega Durst, ne? Die ganze Zeit so sprechen und so spielen und so macht voll durstig. Wie gibt es in der aktuellen Erinnerung nicht verfügbar? Erinnere ich mich oder muss ich da nicht hin? Ja klar. Wenn es nicht verfügbar ist, das Gebiet. Wie soll ich denn da hin, du Bobby? Alter Falter. Ja, auf einmal ist die Wand jetzt gleich nicht da. Oh, was ist das? Eine Fregatte. Rum und Zucker, ach, fick dich. Und Stoff und Rum. Gib auf jeden Fall gut Geld. Nein, 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 mein Frachtgut, ja. Zahl 4. Muss ich hier links? Ja, muss ich tatsächlich. Ich will das aber haben, es gibt gut Geld. Nein, nicht tappen. Ah, verdammt. Say what? Oha. Kommen wir da hin oder ist der Kartenänder? Holt sie nieder, raus aus dem Vent! Feuer! Am Ziel vorbei!
sind bereit, Sir. Kommen Sie hier hin. Feuer! Das ist mega unfair, wenn ich den anschieß, kann ich den nicht. Auf Geil, nehmt Blut vom Baum! Auf Geil! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Wir haben getroffen, Sir! Feuer! Bam! 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 Boom! Feuer! Vorsicht, Captain! Wir brauchen Zeit und einen sicheren Ankerplatz für die Reparaturen! Feuer! Eine Salve genau da rein! Bereit zu feuern! So, jetzt die da! Feuer! Das kann ich auch! Feuer! Bereit zu feuern! Sind bereit! Feuer! Feuer! Kein Schiff scheint weg zu sein, aber egal. Kanone bereit! Feuer! Wir wurden marschiert! Bitte was? Ihre Fahrstelle ist umgeschützt! Feuer! Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Hilft jetzt nicht verkacken. Flagge des Feindschiffs zerstören. Kein Ding. Schnell ran. Ups. Boom. Hättet euch ergeben sollen, als ihr noch die Chance hattet. Hindert sie am Ende. So. Eben nachladen. Ich habe mich keinen Bock jetzt drauf zu gehen. Jeder, der das Schiff betritt, stirbt. Wir müssen uns ganz konzentrieren jetzt. Also freie Fregatten sind doch schon hart los. Ja egal, die Crew davor, ich muss nicht sterben. Kein Ding. So. Nein, ich bin da hoch. Also wieso komm ich da nicht hoch? Jetzt mal ganz im Ernst. Meine Güte, Edward. Mach einen Abgang. Du auch. Zerstör ich die jetzt? Nein, bleib chillig. Bist du wahnsinnig, Alter? Boah, ich hab grad ganz kurz Panik bekommen. Oh. Mach einen Abgang, du Scheißvieh. So. Die Flagge ist auch abgeschnitten. Yay. Rote Kleidung sogar. Oho, oho. 65 Metall, 60 Stoff, 4 schwere Kugeln, 2 Feuerfässer, 5 Crewmitglieder. Checkdoor reparieren. Bitte lass uns genug Leben haben jetzt. Und jetzt kommt mich das andere Schiff. Für das brauchen wir Leben. Auf dein Zeichen, Captain! Wir hätten nur ein, zwei Schüsse ausgehalten, weil der macht extrem Schaden. Dort ist sie verwundet! Ja! Ja! Gib mir etwas Fahrt! Oh, zum Glück haben wir es geschafft. In die Wand alles setzen und schafft zum Wind ausrichten! Also wir müssen vielleicht die Story weitermachen, um da hinzukommen. Guck mal an.
Hammergeil, wir haben es geschafft. Was hat der so? Ach, jetzt mit Rum und Zucker. Geht's in die Hölle, Jungs? Jassika! Ja, komm, lass los. Ja, nicht steuern. Du musst doch an die Kanone gehen. Ja! So, die Offiziere sind tot. Bams! Ja, also insgesamt 8 Leute getötet, bin ich zufrieden. Wow, ganz schwierig bei mir, ja? Ich habe euch nichts getan. Bam, bam, bum, bam, tsch. Boah, einfach jeden gleichzeitig bekämpfen hier, kein Ding. Hammergeil. Ha, geschafft, 2 Fregatten, yeah. Ah, schön. Oh, zum Glück, ey. Jackdaw reparieren bitte, weil ist kaputt und so. Boah, leck mich am Arsch, ey, wir haben es geschafft. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 4. Cool. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. I know. Tieren und Fahrt aufnehmen. Wir haben es geschafft. Geschafft. Da. 2 Fregatten, genau, 2 Fregatten gekillt, Junge. So, nicht mehr weit entfernt. Aha. Also da dürfen wir echt noch nicht hin, also nur die beiden hier oder was? Also die 3. Hammer krass. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es nicht ganz Open World ist. Also schon Open World, aber dass es echt noch abgegrenzte Gebiete gibt, hätte ich nicht gedacht. Say what? Ja, sicher! Ja, wenn meine Gesundheit niedrig ist, fliehen, damit ich wieder heil werden kann. Gentlemen! Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Nein! Wer dagegen ist, pinselt nee. Geile Crew, Junge. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Hammer geil. Nicht im Kämpfe verwickeln lassen. Ach, ist mir wieder ein bisschen Ruhe angesagt. Krass. Komm, ich halte gedrückt. Zurzeit nicht verfügbar. Zurzeit nicht verfügbar. Den Dschungel durchqueren. Okay. Gucken wir uns erstmal an, wie sieht das hier überhaupt aus. Ach, ja. Nichts. Eine Maya stehlen. Ja, stehlen immer noch. Ein Aussichtspunkt, 10 Truhen, 2 Notenblätter, 5 Animus-Fragmente und 2 Geheimnisse. Ach, cool. Ich wollte schon sagen, als ob du da nicht hochkommst, Alter. Ich werde hier wahrscheinlich hoch müssen. Na, wo ist denn die Kiste noch höher? Komm, hoch da. Ich habe so ein Gefühl, dass da oben das Animus-Fragment ist. Na, Animus, wo bist du?
Ich höre es glitzern. Nach rechts. Links. Links, rechts, schwächer. Nein, ich will nicht mehr trotzdem. So. Darüber. Ganz ruhig, Edward. Nur keine Panik schieben. Nicht gut. Okay, auf dieser Höhe ist die Kiste, das heißt, die ist jetzt hier oben. Ist ja ein Hammer-Dschungel, wa? Nicht Spaß, da kommt gleich bestimmt ein riesen Dschungel oder so. Hey, Moment mal. Wollte ich mich eigentlich flachsen? Ja, komm, noch mal ein bisschen runter, ja. Auf welcher Höhe war die Truhe? So. Aha. Boah, Edward, ne? Du bist so ein verdammtes Genie, ne? Boah, krass, Alter, das hätte ich niemals so hinbekommen wie du. Mein Gott, bist du Profi. Leck mich am Arsch, ey. Hast du mal wieder richtig einen großen rausgehauen, du. Weißt du? Manchmal denke ich echt, du bist eine Nachahmung von Gott, ey. Oh, ich war auch. Ah, noch tiefer. Ach komm, gleich kann ich nicht noch tiefer sinken, ey. Ich bin am Grund des Bodens wieder angekommen, ey. Leck mich am Arsch. Ich bin inkompetent, zu inkompetent. Und nochmal da hochklettern, weil wir es so gerne haben. Ach schon, da war ja was, da müssen wir ja hoch. Ach, Edward. Das ist ein verdammter Scherz, oder? Wieso ist denn jetzt nicht dagegen? Oh Gott. Meine Güte, haut er wieder ein. Das ist richtig Profi, ey. Leck mich am Arsch. Meine Güte. Richtig grausam, der Typ, ey. So, abrollen lassen. Klettern. Nach links. Klettern. Nach links. Aha. Motherfucker. Bams! Den hab ich jetzt ein bisschen Angst. Ein nach oben. Dann nach da. Ja, sehr gut. Boah, Edward, wir haben es geschafft. Was sagst du dazu, ey? Leck mich im Arsch. Alter Falter. Also das ist echt Glanzleistung, die wir hier hinlegen. 4 Minuten, um hier hochzukommen. Meine Güte. Lol. Das war pures Lack, ich schwör. Ich will eigentlich mit dem Schwert rausholen, damit es cooler aussieht und plötzlich schnipp ich ihn da die Kehle ab, du. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Sag das doch einfach. Hey. Mal ganz entspannt bleib hier, ja? Wir wollen ja mal keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Erbeuten. So.
Aha. Aufmerksam geworden? Sehr gut. Aha. Alles voll. So gefällt mir das. Kann ich mich jetzt hier entscheiden? Links. Oh oh. Ganz geschmeidig bleiben, Jungs. Wie sieht denn das hier aus? Boah, leck mich am Arsch. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe gerade ganz ehrlich gesagt kurz Muffels aus dem bekommen. Ich dachte jetzt ist Ende. Wo ist denn da? Achso. So. Ja, sehr schön. Alter, ich bin so am Schwitzen, wa? Ich bin so unter Anspannung. Also ist nicht deswegen am Schwitzen, aber ja, vergiss das. Erbeuten. Sehr schön. Ja, sehr gut, Edward. Lauf die Wände runter. Matrix-Style. Für einen Soldat. Ach, das Gelb ist ja gerade irgendwie so weiß aus. Ist mir sicher, hat jetzt den zu stürmen. So. Ja, sehr schön. Ja, drunter, weg! Dann halt drüber. So, auch kein Ding. Ich hoffe nur, das hat keiner gehört. Christopher, red langsamer. Du Depomat, ey. Als ob du da nicht hochkommst, Kollege. Ich komme so kurz davor, leck mich. Wie komme ich denn hoch? Das war ganz im Ernst, wie komme ich da hoch? Oder muss ich doch hier hoch? Aha. Okay, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter und gucken, was hier so abgeht. Das ist Ziel, okay. Zurück. Weil wir konnten ja auswählen zwischen links und rechts. Dann gehen wir jetzt den anderen Weg. Weil ich habe nämlich keinen Bock, nachher nochmal zurückzugehen, um die ganzen anderen Sachen zu kriegen. Ach, jetzt gehst du unten drunter. Ach, ich verstehe dich nicht, ey. Ich hoffe, die sind jetzt nicht nachgespawnt. Bin ich von da gekommen?
Ich gehe erstmal da lang. Dann gehen wir halt nochmal ein Stückchen zurück danach. Ist es jetzt der gleiche Weg? Meine Güte, ne. Richtig schlecht. Ja, ist der gleiche Weg. Hammer. Ich bin inkompetent. Will ich mir das ein, das war jetzt der gleiche Weg. Ein Stück zurück. Da nach rechts geht's nicht, oder? Doch. Oder führen alle Wege dahin? Ich glaube, da führen alle hin. Aber egal, das sehen wir jetzt dann an, wobei wir laufen eben hin, dann machen wir die Folge aus. Also ihr könnt auch jetzt schon gerne ausmachen, aber... Seht ihr halt nicht, wie geil ich da jetzt hinjumpe und dabei 5000 Mal fällt. Weil ich ein verkackter Mongo bin. So. Jetzt aber bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.